Ich bin 14 Jahre alt und mit 10 Jahren eingetreten. Ich bin 14 Jahre alt und bin mit 11 eingetreten. Bei mir in der Grundschule war ein Sommerfest und die Jugendfeuerwehr war auch vertreten und seitdem bin ich dabei. Bei mir war es so, ich bin mit meinem Papa zu dem Kontaktfeuer gegangen und dann war halt die Jugendfeuerwehr da und ich fand es eigentlich ganz interessant. Jugendfeuerwehr, ein Jahr dabei gewesen und dann gleich in den aktiven Dienst übergetreten und seitdem mache ich das jetzt 13 Jahre. Es war die ganze Zeit mein Traumberuf, die Feuerwehr, und dann ist mir die Idee gekommen, dass ich erstmal vielleicht zur Jugendfeuerwehr gehen kann und dann habe ich das dann gemacht, dann war ich alt genug und dann sind wir dann dahin gegangen zur Feuerwache. Jugendwartin ist ein großes Aufgabengebiet. Wir haben mehrere Mitglieder. Wir haben auch von den Mitgliedern sind es zwei Gruppen bei uns. Die normale Jugendfeuerwehr, die im Alter von 10 bis 18 sind. Und unsere Bambinis, die sind von 8 bis 10. An unseren Übungsabenden machen wir verschiedene Sachen. Einmal die Fahrzeugkunde. Wir üben jetzt auch für einen Bundeswettbewerb. Wir machen Theorie und auch Praxis. Erste Hilfe. Wenn ich 18 bin, dann würde ich gerne meine Prüfung machen zum Feuerwehrmann. Und dann, wenn ich sie abgeschlossen habe, dann würde ich mal wirklich zu Einsätzen fahren. Wenn die Jugendfeuerwehr bei uns bunter wäre, dann wäre es für uns auch vielleicht interessanter und spannender, die anderen Kulturen kennenzulernen, besser auch zu verstehen. Nicht nur die Sprache, sondern einfach den Umgang mit den Menschen. Ich finde es besser, wenn noch mehr Leute, mehr jugendliche Leute zur Jugendfeuerwehr kommen, da viele nicht verstehen, warum wir da sind und immer denken, dass es irgendwie so ein Kinderwunsch ist, also dieser Beruf, und halt nicht verstehen, warum wir da sind. Also ich bin bei der Jugendfeuerwehr, weil ich es eigentlich interessant finde, wie es da eigentlich im Alltag abläuft und was da eigentlich so los ist. Ich bin bei der Jugendfeuerwehr, weil es mir sehr Spaß macht. Ich mag die Leute da. Ich finde es gut, anderen Leuten helfen zu können. Also die Jugendfeuerwehr macht sehr viel Spaß, man erlebt sehr viel, man verreist auch gemeinsam, also man fährt auf Zeltlager. Die Kameradschaft ist toll, man findet auch viele neue Freunde, man lernt viel für sein Leben dazu. Also erstens, man lernt ja da auch Erste Hilfe und wenn man irgendwie unterwegs ist oder so und jemand ohnmächtig wird oder einen Herzinfarkt kriegt, dann weißt du, was zu tun ist. Dann kannst du dann nicht nur 112 wählen, sondern du kannst dann auch noch eine Herzmassage dann machen und die Feuerwehr rufen, das kann dann jemand anderes machen. Jemand Erwachsenes zum Beispiel. Und du machst dann so, weil du der Erfahrenste bist dann. Und man rettet auch Leben und man lernt auch ganz schön viel dazu. Das Shooting war ganz lustig. Von den ganzen Leuten ringsrum. Wie gesagt, auch war das Team, man kannte es ja gar nicht. Es sind ja auch in dem Sinne auch alles Fremde für einen. Aber in dem Sinne, wie gesagt, es war lustig, ist total locker gewesen und ich würde es immer wieder machen. Von der Feuerwehrfrau zum Model war ein sehr komisches Gefühl eigentlich. Weil vor der Kamera stehen, so Perspektiven oder einfach diese Bewegungen machen, was der Fotograf vormacht, ist natürlich schwer, weil man ja selber dann denkt, oh mein Gott, wie sieht denn das jetzt aus? Oh Gott, ich stehe bestimmt jetzt falsch oder ich mache jetzt bestimmt eine falsche Mimik oder so. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht. Unser Brandschutztipp: Lasst Kinder nicht mit Feuer spielen. Die 5W-Fragen. Wo ist es passiert? Was ist passiert? Wie viele Verletzte und welche Art von Verletzungen? Und warten auf Rückfragen. Mein Tipp: Wenn in der Küche die Pfanne brennt mit dem heißen Fett, bitte nicht mit Wasser löschen, sondern Deckel drauf und sofort runter vom Herd. Tvoj kraj, tvoja straż pożarna. Witamy u nas. Nide gorja, nide se ofang duj.